Medien mit Weider Video. Das neu eingeführte Bibliothekssystem Primo bietet den Studenten viele Vorteile. Der Zugriff auf das System ist von jedem beliebigen Computer über das Internet möglich. Die Nutzer können Bücher, E-Books, wissenschaftliche Artikel oder Multimedia-Inhalte mit einer einzigen Suchanfrage finden. Lokal, aber auch weltweit. Für die Verfeinerung der Suchergebnisse stehen verschiedenste Filter zur Wahl. Die Suchtreffer lassen sich zum Beispiel nach dem Erscheinungsjahr, Sprache oder der Verfügbarkeit eingrenzen. Ich habe das neue Suchsystem Primo schon des Häufigeren benutzt und bin jedes Mal schnell und komfortabel zu einem Ergebnis gekommen. Noch nie. Habe ich noch nie davon gehört. Ist das das so an den Rechnern? Ja, es ist online. Aber ist es auch das dort hinten? Mhm. Den habe ich doch schon mal genutzt. Aber heißt das Primo? Ich wusste nicht, dass es Primo ist. Ich bin hingegangen und habe ein Suchwort eingegeben und da kam die Regalnummer und die Etage und da habe ich sie rausgesucht. Natürlich bleibt das altbewährte Suchsystem der Bibliothek parallel zu Primo bestehen. Somit fällt den Studenten höherer Semester die Umgewöhnung leichter. Die Erstsemester nutzen dagegen bevorzugt das neue System. Für diese gehört Primo zum Alltag. Wenn sich der User anmeldet, stehen ihm weitere Funktionen zur Verfügung. Zum Beispiel können Suchanfragen nun gleich gespeichert werden und Bücher an einer gewählten Bibliothek zum Ausleihen reserviert werden. Nur das bestellte Buch abholen muss der Student weiterhin selber.